Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Heiko Oberlitz von der Industrie- und Handelskammer Bonn-Rhein-Sieg. Ich moderiere heute dieses Basisforum für Sie und wir können im Prinzip nahtlos weitermachen an dem Vortrag von Herrn Bärhenke. Wir werden das in dem Forum hier so halten, dass Sie natürlich vielleicht, und ich hoffe, mehr Fragen stellen als jetzt im Impuls. Also wir haben nach jedem Vortrag eine kleine Zeit eingeplant, wo Sie einfach Fragen stellen können. Trauen Sie sich gerne. Wir haben Mitarbeiter vor Ort, die dann auch Ihnen ein Mikrofon bringen, damit wir Sie alle gut verstehen. Auch die Leute, die online sind, begrüße ich jetzt zum Basisforum A. Ja, und wie gesagt, Herr Bärhenke hat ja schon so ein bisschen die Situation, Cyberangriffe und so weiter dargestellt. Und ich darf als ersten Redner hier Markus Weber von DocuWorks GmbH begrüßen. Ein Siegener Unternehmen, aber das ist ja doch deutschlandweit tätig. Für optimales Daten-, Druck- und Dokumentenmanagement setzt sich das Unternehmen ein. Ja, und ist auch ein Cyber-Krisenmanager und bietet Unternehmen halt auch in Notfällen entsprechende Beratung an. Und da geht es auch um Dinge, einen individuellen Notfallbetrieb herzustellen. So ein bisschen hat Herr Bärhenke ja so diesen Ordner beschrieben und so weiter. Mal gucken, was der Herr Weber da für uns hat. Und ich darf den Herrn Weber jetzt auf die Bühne bitten. Ja, Herr Oberlitz, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie sich wieder eingefunden haben nach den ersten Impulsen. Und Sie haben es schon richtig anmoderiert. Ich könnte genau da anfangen bei dem besagten Ordner von eben und würde Ihnen gerne oder gebe Ihnen auch ganz, ganz viele Tipps, was in so einen Ordner reingehört. Denn das ist das, was wir bei DocuWorks machen. Ich will kurz zur Folie kommen. Und das ist ja auch das, was im Vortragstitel eben schon beschrieben ist. Cyberattacken leise, oft doch noch überraschend, auch wenn Sie, die Sie heute hier sind, das sicherlich schon wissen. Aber sie kommen eben doch immer noch überraschend. Ja, dann wird es schnell dunkel, ob für 4 Wochen, manchmal auch nur für 5 bis 8 Tage. Es gibt Beispiele, da dauert das wirklich viele, viele Wochen. Und das können wir oft als Unternehmen gar nicht verkraften. Und wir haben uns halt vor allem gar nicht darauf vorbereitet. Und wie wir uns darauf vorbereiten können, wo ich aber auch die Herausforderungen sehe, möchte ich Ihnen in meinem Vortrag näher bringen, will aber auch bei der einen oder anderen Zahl nochmal in die Tiefe gehen, weil meine Erfahrung ist, dass das eben immer noch nicht in allen Köpfen drin ist. Es hat noch nicht jeder verinnerlicht, dass die Gefahr sehr real ist. Sie ist realer denn je. Und es ist eben nicht nur eine Frage der Technik. Sie haben heute ganz, ganz viele Vorträge, sehr, sehr viele Aussteller, die eben den Fokus genau darauf legen, auf die Frage der technischen Ausstattung, Firewall, Server, Backup. All das sind keine Themen der DocuWorks von uns. Wir sind als Dienstleister im KMU, aber auch im Bereich kritischer Infrastrukturen für den Bereich Datenschutz verantwortlich, für den Bereich Informationssicherheit und eben das Notfall- und Krisenmanagement als BCM, auch bekannt und benannt. Ich selber bin zum einen zertifizierter Krisenmanager, zum Anti-Terror-Officer. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Menschen dahinter, mit den Beweggründen und mit der Frage, wie wir uns als Unternehmen auf die Jungs vorbereiten können. Und das haben wir auch eben schon gehört. Das sind keine dicken kleinen Jungs, die im Keller sitzen und Chips essen. Das sind hochprofessionelle Unternehmungen. Und darauf müssen wir uns entsprechend vorbereiten. Wir betreuen aktuell mehr als 200 Mandanten genau in diesem Bereich und 60% aller Unternehmen, die Sie hier sitzen, die wir hier im Kammerbezirk und darüber hinaus haben, sind eben von dem Ausfall von Produktion, von Online-Shops, von Dienstleistungen betroffen oder gefährdet, weil sie eben so stark heute IT-abhängig sind, dass ein Ausfall von IT hier zu direkter Störung in der Unternehmung führt. Ja, und der Anschluss an ein Netz, da ist schon genau das Problem. Das finden wir natürlich heute überall, auch in Zeiten von Industrie 4.0. Und denken Sie gerade in der Produktion, da gibt es noch immer Rechner, die mit XP laufen, weil die Maschine eben nur noch mit XP läuft oder immer noch läuft und Sie da gar nicht die Möglichkeit haben, Veränderungen anzustoßen.
Immer wieder wichtige Botschaften. Eine ganz wichtige heute: Cyber ist nicht nur die Aufgabe der IT-Abteilung oder des IT-Dienstleisters. Cyber ist die Aufgabe eines ganzen Unternehmens, sich auf Krise und Notfallmanagement vorzubereiten. Und das haben wir auch eben schon ähnlich gehört. Cyber ist keine IT-Krise. Cyber wird sehr, sehr schnell zur Unternehmenskrise. Und insofern ist auch die Unternehmensleitung gefordert, bei der Schulung als bestes Beispiel voranzugehen, sich aber auch organisatorisch darauf vorzubereiten für den Tag X, wenn es kommt. Und dabei ist ganz wichtig eben, dass ich das auch anerkenne, dass ich das annehme, dass ein solcher Fall eintreten kann, dass mich das auch treffen kann. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte Ihnen da gar keine Angst machen, sondern der Respekt an dieser Stelle ist wichtig, sich mit den Themen zu beschäftigen. 20 Millionen, das ist eine große Summe. Moderne Unternehmen arbeiten oft vollautomatisch. Auf die 20 Millionen komme ich gleich. Ein Angriff auf die Datenstruktur führt eben zu Ausfällen. Wir haben mal ein Beispiel eines großen südwestfälischen mittelständischen Unternehmens uns genauer angeschaut. Im Nachhinein ungefähr 174 Millionen Euro Jahresumsatz. Ein falscher Datensatz, eine falsche E-Mail war es in diesem Falle, sorgte für 28 verlorene Arbeitstage. Das war im Übrigen ziemlich genau der Schnitt, den Sophos letztes Jahr ermittelt hat, dass rund 20 Tage Ausfall nach einem Hackerangriff so der Durchschnitt waren. Ja, und bei diesem Unternehmen waren es dann eben 20 Millionen Euro Verlust, / Schaden, der am Ende eines solchen Cyberangriffs übrig blieb. Und mal im direkten Vergleich auf die 20 Millionen nochmal zu kommen, aktuell 1,2 Milliarden Euro regulieren die Versicherungen in Fällen von Bränden. Bei diesen 200 Unternehmen habe ich jetzt roundabout 30 Cyberattacken mitgemacht in den letzten 16 Monaten. Es hat aber nur bei einem dieser Unternehmen gebrannt und das noch nicht immer im verheerenden Ausmaß. Also auch das zeigt das Beispiel, wenn wir uns dann eben die Schäden durch Cyber angucken, dann sind wir bei 223 Milliarden, also ein Vielfaches von Schäden, die durch Brand entstehen. Und wenn wir uns jetzt alle mal an unsere Büroräumlichkeiten zurückerinnern, wie viel Energie wir in das Thema Brandschutz etc. Investieren, dann tun wir doch oft viel zu wenig für das Thema IT-Sicherheit. Ja, und jetzt sind es 23, ich glaube, ich habe eben 20 Tage gesagt, also das ist auch eine Hausnummer, mit denen müssen Sie erstmal klarkommen. Und da hilft eben nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Aus meiner Sicht ist Vorbereitung die halbe Miete. Sie können heute schon sich auf diesen Tag X vorbereiten. Vor ein paar Jahren hat man so diesen Ausspruch geprägt, es ist keine Frage, ob man von einer Cyberattacke erwischt wird, sondern nur noch die Frage, wann. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch klarer denn je geworden. Nochmal einige Zahlen, 86% aller Unternehmen, da gibt es schon einen Schaden, das war 2019 noch 20%, also jetzt schon im Jahr 2021 eine deutlich höhere Zahl und da, denke ich, sollte das auch klar sein. Wir haben das eben in den Grußworten schon gehört vom Herrn Gräbner, aktuell oder jetzt kann man zugegebenermaßen in den nächsten Tagen und Wochen und Stunden davon sprechen, dass es nicht mehr aktuell ist, 70 von 78 Industrie- und Handelskammern betroffen. Hier war ja noch gar nicht eine Verschlüsselung, hier gab es kein Backup, was zerstört war. Aber man merkte allein, die Wucht auf eine solche Infrastruktur führt eben zu Sand im Getriebe, führt dazu, dass gewisse Prozesse nicht mehr funktionieren. Und das war aus meiner Sicht, der jetzt nur von außen drauf schaut, rein IT-technisch ja gar nicht der Worst Case, weil sehr viel noch funktionierte, beziehungsweise ja im Vorhinein vorsorglich runtergefahren wurde und nur der Wiederanlauf eben sehr behutsam, sehr bewusst durchgeführt wurde. Und trotzdem dauerte es ja teilweise bis heute noch an oder waren so im Schnitt vielleicht 6 bis 8 Wochen, die viele IHKs in Deutschland nicht erreichbar waren. Und man war umso schlechter erreichbar, umso mehr Dienste man eben schon an das Internet angebunden hatte, Office 365, Telefon, Telefonie etc. Ja, und die Ausfälle sind aus meiner Sicht allgegenwärtig und überall im Unternehmen. Nehmen Sie Produktion, Dienstleistungen, Zeichnungen, bis hin zu Logistikabläufen. Ich habe es immer wieder in Unternehmen, die einfach ab heute Nachmittag schon gar nicht mehr wissen, was muss wohin geschickt werden, wo
Lieferscheine nicht mehr vorhanden sind, wo auch Lieferscheine dann nicht weiter gedruckt werden können, weil die IT-Systeme nicht da sind, weil ganz banal der UPS- oder DHL-Labeldrucker, der mit dem Internet arbeitet, schon nicht mehr funktioniert und auf einmal es gewisse Notfallpläne gibt, aber schon der letzte Drucker und das letzte Programm am Rande schon nicht funktionieren. Der wäre aber der erste mit einer vernünftigen Vorbereitung, wenn es dazu eine Anleitung im zitierten Notfallordner gibt, dann könnte dieser analoge Rechner ja schon als erstes wieder laufen und ich könnte zumindest das, was ich schon produziert habe oder das, was ich in meinem Lager finde, auch am nächsten und übernächsten Tag noch versenden. Also insofern ist das schon ein erster Indiz dafür, sowas gehört in den Notfallordner und die Prozesse, die auch ohne IT funktionieren, gehören beschrieben, weil da können die ersten zwei Mitarbeiter schon loslaufen, können sich um diesen Rechner, um den Drucker kümmern und können an der Stelle weiter arbeiten, / weiter versenden. Die Zielrichtung ist also völlig klar. Wir entwickeln und optimieren Produkte und Dienstleistungen, die das eben abbilden. Und das ist natürlich auch wieder im Stichwort Wirtschaftsspionage abwerben, ausspähen. Also auch da müssen wir natürlich schauen, wo kommen Angreifer her. Durchweg, durch alle Branchen sehen Sie das Risiko von Wirtschaftsspionage betroffen zu sein. Das ist jetzt eine Studie aus 2015, aber die wird immer noch ähnlich sein. Ganz oben natürlich der Automobilbereich, aber selbst Ernährung, Maschinenanlagenbau in Südwestfalen, das Thema Nummer eins nach wie vor, auch da immer überall größer 40 oder größer 50%. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, um dann noch mal etwas näher auf den Tag X, auf diesen Hackerangriff wirklich einzugehen, wie sowas in der Realität aussieht. Wenn ich über unsere 24-Stunden-Hotline alarmiert werde und dann in der Regel relativ akut zum Unternehmen komme, dann sagt mir die Unternehmensleitung oft, das glaube ich gar nicht, das wird schon nicht so schlimm sein. Da wird es schon, die Hacker werden schon keine Daten von uns haben, was sollen die auch für Daten von mir haben? Wenn sie dann am Server, in der File-Struktur irgendwo die ersten Dateipärchen finden, wo eben auch ein Hinweis zur Hackergruppe platziert ist, wo in der Regel auch dann Link zum Darknet verborgen ist oder versteckt ist, dann sehen Sie wie hier eine schwarze Seite, das ist relativ gut erklärt, was jetzt passiert ist. Man sieht es durch das Licht vielleicht nicht ganz so gut und im rechten Bereich, darauf will ich hinaus, gibt es einen Chat-Support. Sie können in der Regel heute mit allen Hackergruppen chatten, in der Regel auch telefonieren, das ist jetzt noch vielleicht eine altertümliche Truppe, die bietet nur einen Chat-Support an. Und dann werde ich als Krisenmanager beauftragt, schreib mal da rein, Weber, wir glauben Ihnen gar nicht. Das können wir uns sparen, das mache ich manchmal dann trotzdem ganz gern. Und als allererstes kommen dann die Personalausweise der Geschäftsführer, die Führerscheine. Das sind ja Daten, die irgendwo am Server liegen. Und so ein Hacker war letztes Jahr durchschnittlich 50 Tage im Netzwerk, bevor er aufgefallen ist. Und in diesen 50 Tagen besorgt er sich natürlich genau diese Informationen, um diesen Angriff gleich schon mal auf eine andere emotionale Basis zu bringen. Und so sehen Sie dann hier Dateien, die angehangen sind. Das sind dann vielleicht Word-Dateien, die in den letzten Stunden oder Tagen noch von Key-Usern erstellt wurden im System, um eben ganz klar dem Unternehmen zu verdeutlichen, wir haben eure Daten, wir haben alle Daten, wir haben vielleicht, das ist der Vorteil, wenn wir jetzt im Siegerland bleiben, wir haben oft so eine schlechte Internetverbindung, dass man die Fotos der Weihnachtsfeier nicht mit runterlädt als Hacker, weil ansonsten wäre da das Netz ja schon eine Nacht mit beschäftigt. Also konzentrieren wir uns auf Word, Excel, da wo wahrscheinlich Informationen drin sind, wo Pläne drin sind, wo Wirtschaftsdaten drin sind. Und da lassen wir hier als Hacker dann schon mal die ersten Beweise auch rüber. Und schauen dann, Sie sehen unten rechts, wie viel Time left, wie viel Zeit noch bleibt, bis das erste verstrichen ist und dann wird die Lösegeldforderung größer oder die Dateien, die im Darknet auftauchen, werden größer bzw. werden mehr. Problem an der Sache, Hacker sind Gegner, die wollen ein Unternehmen in die Knie zwingen und die wollen mit allen Mitteln dafür kämpfen, dass sie nicht weiterarbeiten können. Das erleben wir in den letzten Monaten immer mehr. Ein Hackerangriff verpufft nicht nach einer Woche und ich spiele das Backup wieder ein. Viele meiner potenziellen Kunden sagen mir, wir haben aber ein gutes Backup, wir nehmen dann das Backup von letzter Woche. Das funktioniert in der Regel in den Fällen, wo ich zum Einsatz komme oder wo mein Unternehmen zum Einsatz kommt, eben nicht mehr. Weil das Backup mit zerstört wurde, weil Infrastruktur zerstört wurde und weil man wirklich von der Pike auf
neu aufbauen muss. Das können in der Regel Ihre IT-Abteilungen und Ihre IT-Dienstleister, gar keine Frage. Aber auch das braucht eben Zeit. An Forensik, wie vorhin gehört, gar nicht zu denken, weil in dem Moment, wo Sie Forensik betreiben, bauen Sie eh noch nicht wieder auf. Das heißt, die Zeit der Forensik müssen Sie ja auch nochmal zu der Ausfallzeit dazurechnen. Das ist wie am normalen, ich sage mal, herkömmlichen Tatort auch, wenn ich das so sagen darf. Wenn da schon geputzt wird, dann kann ich nachher auch nicht mehr feststellen, wo das Blut vorher war. Und so ist es eben hier in der IT auch. So, und was ist jetzt unser Ziel? Was gebe ich Ihnen mit? Was tun wir als DocuWorks den ganzen Tag? Wir wollen von vornherein 30-40% Aufrechterhaltung Ihrer Unternehmung, Ihrer Produktion, Ihrer Dienstleistungen, eben dessen, was Sie tun, was Sie am Leben erhält und womit Sie auch Ihr Geld verdienen. Und das erreichen wir zum einen durch eine vernünftige Analyse. Das heißt, wir schauen uns Ihre Produktionsprozesse an. Und das, wenn ich wir sage, können Sie das eben auch tun. Schauen Sie, wie wird bei Ihnen gearbeitet? Wo entstehen die Daten? Wie ist der Datenfluss durchs Unternehmen? Wo wurden früher Zettel getragen, wo heute durch Warenwirtschaftssysteme, SAP etc. Informationen fließen? Das können Sie auf der einen Seite analysieren. Sie können, wenn Sie ein großes Unternehmen sind, Sie haben 10 Packstationen, 10 Versandbereiche, dann können Sie das eben auf 30% oder auf 2 Versandbereiche bündeln. Dann brauchen Sie im ersten Wiederanlaufprozess dort auch nur 2 Rechner. Und Sie können die doppelte Anzahl an Mitarbeitern dahinstellen, die dann eben an 2 Punkten im Unternehmen noch für den Versand oder eben auch analog für die Produktion sorgen. Sie können also alles auf ein Minimum verdichten, sodass Sie aber Key-Kunden oder Key-Produkte weiter produzieren können, weiter bedienen können. Sie können durch Prävention extrem viel tun, weil dieses Notfallmanagement muss aufgebaut werden. Wie gesagt, der Ordner, den haben wir jetzt eben schon gehört, den würde ich um Prozessabläufe für einen Ernstfall erweitern. Zu der Telefonliste gehören noch die Banker von Ihnen, die Steuerberater. Also die Telefonliste kann um ein Vielfaches erweitert werden. Ich kann das jetzt für die Bereiche Siegen, Hagen, Ruhrgebiet auch nur noch mal unterstreichen, was wir eben schon gehört haben. Sprechen Sie mit der Polizei, tragen Sie gleich die Telefonnummer schon ein. Das LKA-Lagedienst ist extrem gut für die Ersteinschätzung. Also ist das ein Hackerangriff, wo Sie am besten gleich die Tür abschließen, weil die Jungs haben es wirklich in sich? Oder scheint das gar nicht so schlimm zu sein, wie vielleicht für Sie in der Psyche im ersten Moment das Thema anmutet? Dafür sind die im Lagedienst wirklich gut, um anhand der Verschlüsselungsdateien, der Endung schon Ihnen ersten Impuls zu geben. Sie müssen aber auch trainieren. Wir sind nicht, oder die meisten von uns im Unternehmen sind nicht in der Feuerwehr und schon gar nicht in der Cyberfeuerwehr. A, kommt da keine Feuerwehr, wenn es bei Ihnen aus Cybersicht brennt? Das heißt, da haben Sie keine Unterstützung von außen. Und ich weiß nicht, ob Sie mir als Polizei intern widersprechen, da kommt ja auch keine Herrschaft an Polizei und hilft Ihnen erstmal bei der Aufarbeitung. Und auch Ihre IT-Dienstleister müssen ja erstmal starten, müssen erstmal aktiv werden. Das heißt, Sie müssen das, was dann passieren soll und wo Zahnräder ineinander übergehen, das müssen Sie lernen. Und das machen Sie durch ein vernünftiges Krisenmanagement, durch ein Notfallmanagement. Da bilden Sie für sich schon mal einen Krisenstab. Sie verteilen die Rollen. Der eine, der nur Protokoll schreibt und immer alles dokumentiert, wenn der IT-Dienstleister wieder sagt, wir können das um 17 Uhr einschätzen, ob wir den Dienst heute oder morgen wieder ans Laufen kriegen, dann muss da jemand sein, der um 17 Uhr daran erinnert. Der IT-Dienstleister wollte noch mal eben rüberkommen in unseren Krisenstabsraum und wollte uns mitteilen, ob das um 17 Uhr wieder gehen wird oder nicht. Oder ob wir einen weiteren Tag der Ungewissheit erleben werden am morgigen Tag. Das sind Themen, die kann man, wenn man in Feuerwehr, in Behörden, bei sogenannten Blaulichtern aktiv ist. Die üben das, die treffen sich jeden Montagabend und üben Brandbekämpfung und Krisenmanagement. Wir als Unternehmen tun das in der Regel nicht, finden aber, wir sind gut daran bedient, das jetzt eben mit Blick auf die Herausforderungen, die da bald kommen, auch zu tun. Ja, und Sie sollten das natürlich auch monitoren. Und Stichwort monitoren, das eine ist Ihre IT, die das monitort, die Bewegungen, Abnormalitäten etc. wahrnimmt. Das sind aber oft erste Anzeichen. Also wir haben eine 24-Stunden-Hotline, wir sind rund um die Uhr erreichbar, die kann ich mir aber eigentlich sparen. 80% der Anrufer kommen montags zwischen 5 und 8, weil dann die ersten aus dem Wochenende kommen. Die Zeit am Wochenende haben die Hacker schon genutzt. Und
die ersten E-Mails kommen eben nicht, wie erwartet, am Handy an. Das heißt, es häufen sich die Anzeichen, da funktioniert irgendwas nicht. Viele Anwender melden sich. Und dann gilt es, erste Hilfemaßnahmen zu treffen. Und dann zählt jede Minute, dass Sie in diesen Notbetrieb kommen, dass Sie nicht schlaflos darum wandeln, sondern wissen, was zu tun ist. Und möchte Ihnen auch noch ein wichtiges Thema mitgeben: Achten Sie auf jede kleinste Anzeichen. Achten Sie auf die Spam-Mails, die da reinkommen, die auch immer mehr werden. Aber wenn der Hacker 50 Tage im Netzwerk war, dann gibt es in der Regel im Nachhinein doch schon mal das ein oder andere, was nicht funktioniert hat. Die Mitarbeiterin, die gesagt hat, meine Tastatur hatte sich mal irgendwann für eine Stunde verselbstständigt. Die IT, die sagt, ja, wir hatten ja hier und da schon mal so kleine Holpersteine, die haben wir aber nicht weiter verfolgt. Und das ist eben auch wichtig für den Unternehmer, dass der seinem IT-Dienstleister und seiner IT zuhört, dass er diese Anzeichen auch wahrnimmt und nicht nur fragt, kann das bei uns auch passieren und geht jetzt wieder, ja, dann ist ja egal, dann ist ja gut. Also nehmen Sie kleinste Anzeichen wahr, das machen wir bei unseren Körpern in der Regel auch nicht, insofern hinkt der Vergleich ein bisschen oder die meisten von uns tun das nicht, aber ich finde eben, Vorbereitung ist die halbe Miete und insofern ist ganz, ganz entscheidend, wie Ihre Notfallpläne aussehen. Jetzt winkt die Uhr schon im Nacken, möchte Ihnen noch mal ein paar Punkte mitgeben. Schaffen Sie Überbrückungsmaßnahmen. Haben Sie allein für die DSGVO und für die 72 Stunden Meldepflicht und auch für die Übergangszeit zur Kommunikation mit Ihren Kunden mal irgendwo einen Export Ihrer Kundendaten auf einem Stick in einer separaten Cloud, vielleicht auch im Stick am Ordner. Der sollte natürlich gut verschlossen sein im Sinne von Tresor, da wo Sie auch in der Buchhaltung wichtige Dokumente aufheben. Aber dann sind Sie in der Lage, wenn Sie heute getroffen werden, morgen auch Ihre Kunden zu informieren über neue oder veränderte Kommunikationskanäle, über eine mögliche Datenpanne. Dann haben Sie auch die Behörde Landesdatenschutz gleich beruhigt und wissen, dass die versorgt sind. Also auch das sind Themen, die Sie im Notfallordner schon vorbereitet haben können. Sie können Konstruktionsdaten sichern, Sie können Ihre Aufträge sichern, Sie können sich schon heute Gedanken machen über separate Kreisläufe für Rechnungen, für Lieferscheine, die dann nachher wieder zusammengeführt werden können. Legen Sie die Notfallprozesse fest und nutzen Sie bitte, bitte noch die Mitarbeiter, die noch da sind, die sagen, ohne IT, prima, dann machen wir es einfach mal wie früher. Das sind nämlich Mitarbeiter, die Ihnen zunehmend im Unternehmen verloren gehen. Und dann kommt eine Generation nach, zu der ich ja wohlweislich auch gezähle und viele, die älter sind als ich auch schon, die sagen, naja, ohne IT geht doch nichts, dann gehen wir erstmal nach Hause. Und das darf eben nicht passieren. In Zeiten von einer Krise jagt die andere. Wir müssen ja froh sein, wenn Lieferketten funktionieren, wenn wir es da hätten, was wir verkaufen können. Und das müssen wir auch ohne IT schaffen. Insofern müssen Sie diese Widerstände auch aufgreifen und denen entgegengehen. Ja, das ist nochmal die Zusammenfassung. Es darf eben nicht sein, dass die Geschäftsführung verunsichert ist. Ich sage schon mal vorsichtig, manchmal fallen die dann auch wie die Fliegen aus in so einem Prozess und sind einfach gar nicht in der Lage, diese Krise zu handeln. Wir haben sofort viele Vorwürfe, das macht auch alles an dieser Stelle überhaupt keinen Sinn. Und erinnern Sie sich ja selber mal an Ihr Postfach, die E-Mails sind eben heute viel, viel besser als früher und Sie können anhand der Farbe nicht mehr erkennen, ob es sich um eine gefälschte Rechnung Ihres Telekommunikationsanbieters zählt. Ja, wenn Sie das tun, dann können Sie Ihre Beständigkeit deutlich erhöhen, Sie können wiederum die Ausfallszeit deutlich reduzieren und nehmen Sie sich danach ganz, ganz viel Zeit, IT-Systeme in Ruhe wieder aufzubauen, in Ruhe mit Ihrer IT und Ihrem IT-Dienstleister aufzubauen, denn auch das gehört zur Wahrheit. Hacker wollen im Spiel bleiben, die haben Lücken, die wollen Lücken weiter nutzen und die versuchen sich immer noch irgendwo ein Hintertürchen einzuräumen. Insofern darf ich Ihnen Danke sagen, dass Sie mir zugehört haben, stehe natürlich jetzt für Fragen hier sicherlich noch sehr gerne zur Verfügung und natürlich auch gerne genau gegenüber am Stand. Herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank, Herr Weber. Und wie angekündigt, wir haben jetzt einen kleinen Moment für Fragen. Nutzen Sie die Gelegenheit, so günstig kommen Sie an so einen guten Experten nicht wieder dran. Haben Sie irgendwas, was Sie gerne fragen möchten?
Sie scheinen alles erklärt zu haben, was damit zusammenhängt. Oder? Dort war eine Frage? Ja, dann bitteschön. Hallo Daniel, grüß Sie. Diese Zertifizierung zum Terrorabwehrspezialisten, habe ich das richtig verstanden? Davon habe ich noch nie gehört. Wie wird das, geht das vonstatten? Na, wie das vonstatten geht, ist ganz, ganz spannend. 70% davon brauchen wir für diesen Bereich gar nicht. Wenn Sie es genauer interessiert, kann ich das gerne gleich im Detail erläutern. Also brauchen wir gar nicht, heißt, da geht es um Waffen, Sprengstoff, Kunde etc., um Terrorvereinigungen zu verstehen. Das wiederum, also das zu verstehen, hilft uns natürlich schon, weil am Ende sind es Terrororganisationen, die Hacker. Das führt ja auch eben dazu, dass sie mit ganz normalen Hausbanken in der Regel keine Zahlungen an Hackergruppen absolvieren, weil das Unterstützung terroristischer Vereinigungen wäre. Das heißt, die Denkweise, was wollen Terroristen anrichten, wie verhalten die sich, wie sind die auch weltweit organisiert, da gibt es heute leider, Gott sei Dank, natürlich viel, viel mehr Erkenntnisse. Und das kann man aus meiner Sicht schon gut übernehmen, um sich eben vorzubereiten und vor allem, und das ist, war mir in diesem Zusammenhang und das ist auch im Zusammenspiel DocuWorks wichtig, wir beraten in der Regel den Mittelstand. Das heißt, ich habe kaum Unternehmen in der Kundschaft, die einen Notfallmanager haben, einen Krisenmanager, dann noch eine Abteilung für BCM, sondern wir haben irgendwie einen, der macht alles und der macht eben auch noch ein bisschen Facility. Und umso größer die Unternehmung wird, umso mehr kann man sich aber gesamtheitlich damit anschauen. Das heißt, aus dem Bereich Antiterror können wir uns natürlich auch Zutritt, Zugang zum Gebäude anschauen. Wie kann ich das für Terroranschläge abschotten? Wie kann meine Personenvereinzelungsanlage, also Drehkreuz etc. aufgebaut sein? Wie kann die aber auch funktionieren, wenn ich eben nach einem Cyberangriff gar keine IT mehr habe? Das heißt, das eine zu kennen, hilft uns oft, das andere besser vorzubereiten und vor allem ein Unternehmen bis hin zum Serverraum wirklich gut aufzustellen und gleichzeitig dafür aber keinen Stab zu brauchen, sondern wirklich die Synergien auf unterstem Level schon zu nehmen. Also nehmen Sie eben mein Beispiel, exportieren Sie mal Ihre Kundendaten in eine Excel-Tabelle. Das machen wir natürlich für die 72-Stunden-Meldefrist der DSGVO, dann kriegen wir da auch schon kein Bußgeld. Das hilft uns aber natürlich auch, den Kunden mitzuteilen, wie sie uns morgen erreichen können. Und das ist ja für mich als Unternehmer das, eigentlich die Kernessenz. Ich mache das natürlich, darf ich nicht laut sagen, wegen der 72-Stunden-Meldepflicht, sondern ich mache das, damit ich morgen weiterverkaufen kann. Und diese Dinge sinnvoll mit zu verzahnen, da ist aus meiner Sicht, sich mit dem Thema Terror in Summe zu beschäftigen, ein ganz wichtiger Baustein. Es gehen keine Hände mehr nach oben, deswegen denke ich, vielen Dank nochmal, Herr Weber. Und wir schreiten weiter im Programm, meine Damen und Herren. Ja, gerne nochmal Applaus.